So, das nächste Catch Timo wieder mal mit einem AD-Carry. Draven diesmal, ich bin ja so gerne in Draven-Laune. Heißt also wieder 70 extra Schaden pro Hit. Vorsicht. Und da hat er den Speer gefressen. Eieiei. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Das wird nämlich ein hartes Match, wenn die Ezreal Nidalee haben. Ich kenne auch die Leute, die nicht dodgen können. Ja, das Ghost. Das Ghost. Ah, Nidalee hat auch kaum noch Mana. Was sie von mir wollen, ist echt schleierhaft, ey. Die kommen von oben. Zack! Don't fight Draven. Der macht einfach nur so viel Schaden. Das ist unglaublich. Hab schon gute EP bekommen. Na, vielleicht hättest du mal lieber in den hier scannen sollen, die Soraka. Es ist einfach nur geil, was man mit Draven machen kann. Aus irgendwelchen komischen Situationen kriegt man immer noch Kills raus und die verstecke mich mal lieber dahinter, weil irgendwo da Nidalee ist. Warum auch immer man da hinten alleine rumläuft, das ist mir auch schleierhaft. Sehr schleierhaft. Und da kam ein Nidalee-Speer. Bots und Longsword, da die mich eh die ganze Zeit fokussen, ein bisschen mehr defensiver gehen. Ansonsten passt das eigentlich, sobald ich Level 2 bin, kann ich eigentlich meinen. Ja, töte ich die einfach alle. 40% Movement Speed, 20% Attack Speed, das ist einfach nur abartig. Das ist so krank und wenn man die Axt auffängt, dann resettet sich die Cooldown. Ich meine, hallo? Wie krank ist das denn bitte? Das kostet lächerlich für 40 Mana. Draven hat eigentlich eh so gut wie gar keine Mana-Ausgaben. Das finde ich auch nicht schlecht an ihm. Deswegen kann man eigentlich alles recht gut spammen. Now this is how to move. Ah, ist ja keiner mehr drin. Aber keine XP Legion hier. Lol. Watch and learn. Ah, er hat ja gar keinen Jump, stimmt ja. Er ist tot. Die Pässe von Draven ist einfach zu krass. Gib mir den Kill. Das hat auf jeden Fall gelohnt. Jetzt kann ich mir so ein Ding noch kaufen und Dorant. Also definitiv hat sich das gelohnt. Tja, warum der Wukong einen Creeper, das kann ich ihm leider auch nicht sagen. Ich dachte, er könnte es mir sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er hier hinten irgendwo ein Jungle Mini genommen hat, als er nach nee, Jax wurde ja da hinten gefightet. Da oben, hier beim Blue, der ist ja direkt auf mich raufgejumpt. Da weiß ich echt nicht, woher der einen Creep hat. Den einen Creep. Ja, gib mir Mana. Gib es mir, gib es mir! Da unten ist ein Jax. Ja, besser aufpassen. Come on! Ah!
Schon das zweite Mal, dass er in den Tower gerannt ist. God Axel, need victims. Oh oh. Oh shit! Wuhuhuhu! Er ist tot. Das ist so lame! Draven! Ja, war doch klar, dass die alle zu mir kommen. Ah! Der Timo ist da oben. Whoops! Ah, der Timo ist schon wieder tot. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Da kommt noch ein Jax entgegen. Places to go, me an ally has been slain. Na, weiß ich nicht, ob hier FEP leecht. Gönn dir. Na, ich lass mich mal töten. Ich habe irgendwie 1550 Gold, das heißt, ich kann mir ein BF kaufen. Schade, ich habe die Axt nicht mehr gefangen. Echt ärgerlich. Bierman, Alter, ich zeig dir Bierman, du kleiner Wichser. Ich werde dich one-hit wegkuhen, du Penner. So, auf geht's. BF habe ich fertig. Ah, TF, der Timo packt es schon. Ich gehe davon aus, dass der ein bisschen intelligent ist. Zack! Zack! Ja, von mir aus können wir das Spielchen die ganze Zeit Wetter machen. Lol. Was für ein Wichser! Wow, der TF. Nevermind. Das ist doch beim Dings genauso. Ah, ich wollte was. Fick dich nieder. Oh, der ist TF gewesen. Ich hab doch Karten gesehen. Der kassiert jetzt so übel. Die Draven, guck mal, das ist so lame. 84 extra Damage. Und dann noch die Passive dazu mit 42. Ah, ich hatte einen PS-Einbruch. Schade. Bloodthirster und mal ein bisschen Attack Speed hier. Ich habe ja wirklich gar nichts, Alter. Außerdem nervt mich, dass das ständig die Axt runterfliegt und ich die nicht wieder auffahren kann und der nächste nicht schon rauskommt. Deswegen kann man zweimal die Kugel nutzen. Das dauert aber. Die hat Cooldown. 11 Sekunden und die ist nicht, mich nicht zu canceln oder zu resetten. Deswegen, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Timo ist ein bisschen beschränkt. Bei jedem Timo, nicht nur bei dem. Das ist irgendwie bei jedem Timo so. Der Deutschmann!
Er ist tot. Come on, Bitch, come on! Na, gleich fickt die Indien-Lilie-Speer rein. Ich bleib mal hinter dem Timo. Der kann mich schon bestimmt beschützen. Okay, da ist die Indien-Lilie-Speer. Oh, die hat einen Mana-Manipulator. Find ich geil. Okay, da hat dann Draven wirklich Probleme, wenn er dauerhaft W spammen muss. Oder, naja, man müsste es eigentlich nicht spammen, aber immer wenn ich es ready habe, will ich es machen. Ist einfach so ein. so ein Reflex. Nee, egal, Junge, du stirbst. Kötel, du Scheiße, stirb nicht. Sofort OP. Lustig, wie es 25-9 steht und 3/4 der Kills habe ich. Naja, der Dings hält die gut ab. Der, wie auch immer er heißt, der. Mein Gott, der Wukong. Ach, ich vergesse im Eifer des Gefechtes total die Namen. Und warum sind die schon Level 4? Ich bin gerade mal Level 4 und ich habe 17 Kills. Okay, zwei sind da, das sind aber die ungefährlichsten, fände ich. Na, da ist jemand. Juhu. Zack! Der Damage! ist das abwärmig? Ist das abartig, meine ich? Oha. Jetzt wollen sie es. Jetzt haben sie die Chance gewittert, Timo ein drittes Mal töten zu können. Das lasse ich aber bestimmt nicht zu. Der Ezreal, wenn er hier langkommt, Alter, den. Nämlich so zerratzen den Typen. Na, kriegt er meine Kuh hinterher. Ist bescheuert oder so? Der Drake! Oh! Seid ihr bescheuert? Geht da oben lang! Eieiei. Ich mach Mana, Soraka, wo bist du? Oh shit! Das Wukong! Ich denke mal, der Ezreal hat genug EP geleacht, um nicht rumheulen zu können. Guck mal, er schreibt. Guck mal, er schreibt. Zack. Zack. Tschüss. Zack. Was, ihr habt was verflacht? Das ist ja interessant. Das ist aber schade. Ich wäre so gerne Killzilla. Aber wir können uns am besten noch ein BF kaufen. Obwohl, noch ein Bloodthirster? An ally has been slain. Komm, hauen wir uns noch ein Bloodthirster rein. Na, sei froh, dass du nicht interrupted wurdest, sonst wärst du so tot gewesen. Hi. Places to go, me. Zack! Executed. Na, der war meint. Oh, der Jax! Der Jax! Okay. Hier ist irgendwo noch ein Twisted. Hi! Was ist das denn, Schisser, Alter? Und schon wieder rennt er zum Tower. Unglaublich, der Junge. Ich war mal bei Timo die restlichen 4 Minuten.
has been slain. Ist das dein Ernst? Weiß er doch. Ey, Tim hat echt gelitten, Alter. Komm, renn nicht weg. Eine Kunde bist tot. Ah, noch nicht ganz. Thanks! Ah, Leben brauche ich nicht, ich hab zwei Blutdurster. Das Geile ist, ich stack mit jedem Kill. Ey, wir haben die Dinge gelitten, Mann! Wir haben die Dinge gelitten! Ihr seid den fucking Timo Focus und nicht mich! Ich will Kills machen! 300 AD, das ist so krank! Statt den Healpots kaufe ich mir jetzt mal ein bisschen Life und zwar ein Ruby Crystal. Daraus baue ich mir, hast du nicht gesehen, eine Warmox irgendwann. Ist ja abartig, also die Fokus nehmen die ganze Zeit nur mich. Ich habe doch nur 27,7. Na, Timo muss noch 3 Minuten überleben. 2,5, sagen wir mal. Na, sagen wir mal, nicht nur so ist so. Da haben wir immer noch. Ne, eine Ulti hau ich dann richtig in den Teamfight raus. Ey, Damage, Alter. 400 Damage, Mann. Die haben gerade mal so viel Leben. Guck's dir an! Come on, Baby! Come on! Ah, du bist ein Schisser, ey. Echt schade, ey. Ich glaube, ich töte die Minions. Komm her! Blue Ezreal in CTT, Alter, wie dumm bist du denn? Komm, fick dich! Ich weiß nicht, ob Blue Ezreal in CTT so sinnvoll ist, weil du brauchst einfach... Na, finde ich nicht so gut. Wie sie wirklich alles tun, außer Timo zu töten! Das ist so lustig! Weißt du, wenn sie sich mal mehr auf Timo fokussen, konzentrieren, dann hätten die schon lange gewonnen. Jack springt auf mich, Xin springt auf mich, Nidalee schießt die Speere auf mich. GG. Alter, willst du mit dem Geist, was willst du mit dem Geist von mir? Geh mal weg. Hier, Rumble, nimm du den mal. Leute, der ist direkt davor. Achso, weil der... die Nidalee ist gestorben und dadurch ist der Geist, hat sich aufgelöst. Ist ja lol. Perfection. I got that. Nö, hättest du vergessen, Alter. Kleiner Wichser. Kleine Penne, Alter. Was habt ihr denn gedacht? Zack! Ist aber lucky, der Typ. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. es war so klar, guck's dir an! ja. Draven ist so strong, Mann. Aber gut, zwei Blutdurster und noch ein BF. Gibt schon ordentlich Leistung wieder, aber Jacks Sinn ist echt eine miese Kombo, vor allem die haben so krasse Gap Closer. Ja, und wenn sie sich mehr auf Timo fokussen würden, Timo konzentrieren würden, dann hätten die auch gewonnen. Und das schon bei der Hälfte der Zeit.